Hey Burak, wir sind bei dir zu Hause. Oh mein Gott, was für ein asoziales Dorf. Sawadikap. Herzlich willkommen im Wandern. Gruppe Wölfe, Zweier rein. Oh, kriegen wir auch einen Gruppennamen? Gruppe Arschlöcher, Zelte aufbauen. Ja, Thailand war spannend. Wir haben alle in einem gleichen Hotel gewohnt und dann wird es auch noch mehr dieses Klassenfahrtgefühl entsteht dann sofort, weil wir dann auch hinterher irgendwie nach dem Dreh was zusammen gegessen haben. Ich weiß, dass du das richtig toll hinkriegen wirst. Jeder Tag ist pädagogisch durchstrukturiert. Was ist, wenn einer stirbt? No! Danger! Tu das Bein weg! In welche Richtung ist er gefahren? Der Fluss fließt in eine Richtung. Ja, in Deutschland vielleicht. Ich schwöre, du bist so Arzt. Ja, oder? Okay, Herr Müller hat Scheiße gebaut. Sie wollten abhauen, oder? Sie haben gesagt, sie bleiben so lange unser Lehrer, bis wir das Abi haben. Meine Klassenfahrt war schon ziemlich aufregend, weil wir sind damals nach Athen geflogen, Griechenland. Und dann, wow. Ja, und dann auch... In der Oberschule oder Grundschule? Ja, auf dem Gymnasium, ja. Oh. Genau, also als Abschlussfahrt. Mhm. Dann so die Insel Santorin da gemacht und das war echt schön. Abifahrt. Abifahrt. Ja. Und dann wollten wir auf jeden Fall zurückfliegen. Dann war aber diese Aschewolke von diesem isländischen Vulkan damals. Jetzt habt ihr alle geschluckt. Und dann konnten wir nicht fliegen und dann haben wir überlegt, was machen wir, dann haben wir noch gewartet ein paar Tage, dann hatten wir noch eine viel längere Klassenfahrt, das war natürlich ganz cool und dann sind wir erst mit dem Bus irgendwie auf die andere Seite von Griechenland gefahren. Es geht los, Pichet und Hugo! Und dann 24 Stunden mit einer Fähre nach Süditalien und dann noch von Süditalien mit einem Bus 16 Stunden nach Köln hochgefahren. Also das war eine viel längere und sehr aufregende Klassenfahrt.